Ja, moin und herzlich willkommen. Dritter Tag meiner Camping-Fototour ins Mittelgebirge. Dritter Tag mit einem Fotomotiv aus dem Fotobuch vor der Tür, glaube ich. Ich blende es euch hier unten nochmal ein. Ich bin auf den Helfesteinen. So eine Felsformation, sehr exponiert gelegen, ja, ziemlich in der Nähe von Kassel auch. Und eine spektakuläre Sicht von hier oben. Wir haben es jetzt gut 2 Stunden vor Sonnenuntergang und ein wilder Mix von Sonne und Wolken. Ja, gerade habt ihr noch gesehen oder schon gesehen, hat auch geregnet. Also es wechselt hier immer wild durch. Aber ich glaube, jetzt wird es trocken bleiben bis zum Sonnenuntergang. Mal Daumen drücken. Ja, eine ziemlich grandiose Aussicht, habe ich gerade schon gesagt. Ich habe meine EOS R wie immer dabei und habe meinen 1635 aufgesetzt, weil ich möchte bei dieser Aufnahme besonders hier den Vordergrund betonen. Ich habe diese, ich glaube, Basaltformation ist es, wo so diese Risse im Gestein drin sind und die führen einen sehr schön so in das Bild hinein. Dann habe ich hier vorne noch 2 so kleine Pfützen, die mir dann auch noch mal ein bisschen Interesse im Vordergrund geben. Vielleicht sogar auch ein bisschen Spiegelung, muss ich mal schauen. Ich muss jetzt noch einen Verlaufsfilter aufsetzen, weil ja der Helligkeitsunterschied doch sehr groß ist. Ich mache das wie immer mit meinem 3-stufigen Verlaufsfilter. Der passt eigentlich immer, fast immer. Softer Verlauf, also das sollte eigentlich klappen. Ja, wir haben einen grandiosen Himmel. Also, das sieht mal richtig geil aus. Ganz wilde Wolken. Da unten zieht sogar noch so ein bisschen Nebel oder so tiefhängende Wolken durch. Ja, sehr, sehr stimmungsvoll. Ja, hier kann man jetzt nochmal die Pfützen sehen. Und diese Felsspalten, die halt überall so schräg ins Bild hineinlaufen. Wenn man so Linien hat, die ins Bild hineinführen, würde ich eigentlich immer empfehlen, die diagonal laufen zu lassen. Ich weiß nicht, ob man das in der Videokamera erkennen kann. So ist es halt diagonal. Und wenn man sie so gerade ins Bild reinlaufen lässt, ist nicht ganz so spannend, finde ich. Ich finde, mit so einer schrägen Ansicht wirkt die ganze Geschichte doch schon um einiges dynamischer. Ja, die Belichtung passt eigentlich sehr gut. Das mit dem Grauverlaufsfilter funktioniert hier optimal, würde ich sagen. Das Histogramm ist schön ausgeglichen. Und
im Endeffekt Standardeinstellung für mich. ISO 50, Blende 11 und Belichtungszeit habe ich jetzt 1/5 Sekunde. Ich kann eigentlich immer nur empfehlen, bei solchen Motiven oder einfach öfters mal ruhig Hochformat ausprobieren. Das kann auch noch mal ganz speziell wirken. Ich probiere das jetzt einfach mal. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das mit diesen führenden Linien hier unten im Bild ganz gut aussieht. Ja, jetzt kann ich meinen Bildschirm nicht mehr drehen. So. Natürlich den Graufilter noch anpassen. Absolut. Auch eine sehr schöne Wirkung. Vor allem das Gute ist, jetzt habe ich viel mehr von dem spektakulären Himmel. Ja, ist das nicht herrlich? Jetzt widerspreche ich mir selbst. Ich habe den Kamerastandpunkt nochmal geändert und ja, die Blickrichtung jetzt so gewählt, dass jetzt diese Felsspalten gerade ins Bild laufen. Nur wie ich gerade gesagt habe, was eigentlich nicht so spannend ist, aber wie ich finde, was auch ganz gut aussieht. Ja, schön, wenn man sich selbst noch berichtigen kann. Ja, was soll ich sagen? Der Himmel ist wirklich spektakulär. Bildaufbau gefällt mir auch ganz gut. Ich habe hier vorne nochmal so eine kleine Pfütze im Bild und hier hinten auch nochmal so eine kleine Bergkuppe, so eine Felsnadel, so eine Felskuppe. Ja, und der Himmel ganz ohne Farben, ganz ohne Sonnenuntergang. Richtig geil, würde ich sagen. Ich habe jetzt meinen Filter nochmal gewechselt. Ich habe jetzt den Reverse aufgesetzt. Das heißt, der wird zum Horizont hin dunkler als ganz oben, weil da hat sich jetzt eine wunderbare Wolkenlücke aufgetan. Ganz tolle Sonnenstrahlen, die da rauskommen. Unglaublich, richtig geil. Und halt um diesen hellsten Bereich jetzt so knapp über dem Horizont wirklich vernünftig belichtet zu haben, ohne dass mir die hellen Bereiche ausfressen. Jetzt halt dieser Reverse-Filter. Tja, leider klappt es jetzt doch nicht so, wie ich es mir gedacht habe mit meinem Reverse-Filter. Der Horizont ist einfach nicht gerade genug. Das heißt, da ragen zu viele Bergkuppen und andere Dinge noch
über den Horizont rüber. Und wenn man sich den Filter mal so anschaut, die Kante hier unten ist doch sehr hart und sehr gerade. Wenn ich den aufziehe, dunkel mir halt die ganzen Bergspitzen auch noch mit ab. Deswegen habe ich mich jetzt für eine Belichtungsreihe entschieden. Ich glaube, das ist jetzt hier einfach die bessere Wahl. Ja, ich muss ja ganz ehrlich sagen, das Motiv gefällt mir jetzt richtig gut hier. Also, das liegt aber auch wahrscheinlich daran, weil ich richtig gutes Licht habe. Aber ich muss auch richtig aufpassen, dass ich hier nicht einen Sittich mache. Ich stehe schon ziemlich an der Kante hier. Da geht es doch ein paar Meter runter. Also Trittsicherheit sollte da sein. Aber alles noch im Rahmen. Ja, jetzt kommt die Sonne raus. Hammergeil. Das Beste ist jetzt schon wieder vorbei, aber ich konnte noch eine Aufnahme machen. Die Landschaft vor mir wurde hier gerade wunderbar nochmal beleuchtet. Ich konnte direkt gegen die Sonne fotografieren. Ich glaube, das ist sogar ganz gut geworden. Jo. Hab die Blende noch mal ein bisschen kleiner gemacht, damit ich einen schönen Sonnenstern habe. Aber bam. Das war geil. Das war richtig geil. Ja, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich sagen soll, aber schaut euch das bitte nochmal an. Ich habe jetzt meine Tele drauf. Die Sonne scheint da durch in so ein Tal rein, wo unten die Wolken hängen. Das sieht unfassbar aus. Also Wahnsinn. On fire, würde ich sagen. Hammergeil. Was für ein Abend. Hinter mir geht jetzt gerade die Sonne unter oder versteckt sich hinter den tief hängenden Wolken. Deswegen lehne ich mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und sage,
besser wird's nicht. Also ich glaube, das eine Bild, wo die Sonne durchgelugt hat und ja, hinter mir die Landschaft nochmal in ganz tolles Licht geschmissen hat. Ja, das wird nicht mehr besser. Ihr seht mich total begeistert. Jetzt fragt euch bestimmt, wie sieht der Typ aus, wenn er ganz entspannt ist. Ja, das ist bei mir schon jetzt Eskalationsstufe 10. Auch wenn es nicht so aussieht. Ja, war, wie gesagt, ein geiler Abend. Also, ich muss sagen, die letzten 3 Tage, die ich jetzt hier fotografiert habe im Mittelgebirge, hatte ich immer so ungefähr dieselbe Wettervorhersage. Immer mehr oder weniger starke Bewölkung mit ein paar Wolkenlücken. Und ja, man muss auch mal Glück haben, und das war auch heute Abend so, dass genau passend da für mein Motiv die Sonne noch rauskam. Sehr, sehr geil. Okay, bevor ich jetzt hier gleich total ausflippe und den Berg nicht mehr runterkomme, sage ich schon mal vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wie immer Daumen nach oben. Schaut euch meine anderen Videos auch an, auch vielleicht die anderen Videos von meiner Camping-Fototour hier ins Mittelgebirge in der Nähe von Kassel. Ja, und ansonsten sage ich wie immer vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt, und wenn ihr mögt, bis zum nächsten Mal.